Wir werden so rund 1500 Kubikmeter Oberboden abtragen und entsorgen. Danach wird der Boden stabilisiert, eine Schottertragschicht aufgebracht, die Flutlichter werden gebaut und dann kommt ein Kunstrasen der neuesten Generation mit Quarzsand verfüllt. Ja, also ich denke, es ist für uns ein total freudiger Moment heute, die Inbetriebnahme des neuen Kunstrasenplatzes. Ich glaube, vor eineinhalb Jahren, wo die Idee geboren wurde, hat da keiner dran gedacht, dass wir so ein Projekt stemmen können. Und deswegen umso freudiger sind wir, dass das heute realisiert wurde. Weil ich komme schon sehr, sehr lange zum KSC. Wir haben damals ja noch die Rundlaufbahn eingebaut im alten Stadion, die jetzt ja draußen ist. Ja. Und wie gesagt, ich komme immer wieder gerne zum KSC und jetzt bin ich auch wieder stolz, dass wir hier den neuen Rasen gelegt haben. Ja. Also es ist schon schön, dass man sieht, wie viele junge Menschen hier Fußball spielen und was für einen Spaß die dran haben. Uns hat es auch Spaß gemacht, hier zu arbeiten. Wir sind eine Firma hier aus der Region, aus dem Badischen und arbeiten dafür auch gern für einen badischen Fußballverein. Ja, also das Besondere ist ja, dass dieser Platz zu 100% über die erste KSC-Fananlage finanziert wurde. Dort haben wir ja Mitte 2019 2,5 Millionen Euro eingesammelt, um eben die Infrastruktur außerhalb des Stadions, insbesondere für die Jugend, zu verbessern. Und ein erster sichtbarer Teil ist jetzt der neue Kunstrasenplatz. Dieser Rasen wird aus nachwachsenden Rohstoffen hauptsächlich hergestellt. Das heißt, er wird nicht mehr erdölbasiert hergestellt, sondern das Polyethylen wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und so können wir diesen Rasen CO2-neutral herstellen. Wir haben 2000 Tonnen Schotter verarbeitet, die eben in dieser Ebenheit eingebaut worden sind, damit später der Kunstrasen drauf konnte. Wir haben Drainage verlegt. Das Oberflächenwasser, das es niederregnet, wird ökologisch in den Untergrund entwässert. Also es wird kein Wasser in den Kanal abgeführt, es bleibt alles hier, was auch auf dem Boden entstanden ist. Seit diesem Jahr machen wir eigentlich in Deutschland keine Plätze mehr mit Gummigranulat. Dieser Platz wurde nur mit Quarzsand verfüllt. Er ist aber dichter, sodass auch bei den Plätzen das Reingrätschen keine Probleme bereitet. Wir haben ja 2,5 Millionen eingesammelt und insgesamt waren das 1800 Einzelanleger, die sich hier beteiligt haben. Und streng genommen gehört eigentlich jedem von den 1800 ein kleiner Teil dieses Kunstrasenplatzes. Und dafür müssen wir uns ganz, ganz herzlich nochmal bedanken.